Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei Autoverrückt. In diesem Video wollen wir mal wieder ein Reifenpflegeprodukt testen. Und zwar wollen wir uns heute mal das neue K2 Sigma Pro Tire Dressing anschauen. Das ist jetzt mal ein Produkt, was einen starken Wetlook erzeugen soll. Normalerweise stehe ich ja eher auf diese Produkte mit so einem Seidenmatten-Finish, aber ich weiß, einige von euch wollen wirklich diesen, ja, krassen Wetlook haben und deshalb schauen wir uns heute mal das K2 an, wie das so performt. Vom Preis her ist es auf jeden Fall unschlagbar, also wird jetzt hier in der 1-Liter-Flasche geliefert und kostet 11,90 € im Autopflegeshop, also das ist wirklich sehr, sehr fair bepreist. Ich denke, das sollte auch wirklich ein Autopflegeleben lang reichen. Ja, ich habe mir hier mal die Reifenflanke an dem Mercedes abgeklebt. Dann tragen wir das einfach mal auf. Der Duft ist auf jeden Fall schon mal angenehm. Riecht so ein bisschen nach Kirschlollis. Also, ja, auf jeden Fall nicht verkehrt. Geben wir davon mal etwas auf den Auftragsschwamm. Ich habe euch übrigens mal so einen Auftragsschwamm verlinkt. Ich finde, damit geht es immer am einfachsten. Alternativ wird es natürlich auch mit einem Pinsel gehen. Aber ich finde es mit dem Schwamm am komfortabelsten. Ist natürlich auch eine Gewöhnungsfrage wahrscheinlich, ne? Ja, ihr habt gesehen, ich habe hier so einen Spritzer auf den Schwamm aufgetragen. Und das würde jetzt im Prinzip auch schon reichen, um die gesamte Reifenflanke wirklich hier zu behandeln. Das heißt, man kommt wirklich ewig mit dem Liter aus. Also den wird man wahrscheinlich niemals aufbrauchen. Also das ist schon wirklich sehr, sehr fair bemessen. Ja, wir sehen direkt schon beim Auftragen, wir haben wirklich einen starken Glanz und dadurch, dass es relativ flüssig ist, lässt es sich auch wirklich schön verteilen und geht auch hier an den Schriftzügen und an den Bemusterungen der Reifenflanke wirklich schön in die Details rein. So, dann will ich den Klebestreifen mal abziehen. Ich habe das Ganze jetzt 5 Minuten einwirken lassen. Ja. Das ist das Ergebnis, kann sich auf alle Fälle sehen lassen. Also das K2 Sigma Pro hat hier wirklich alles gehalten, was es versprochen hat. Also tatsächlich ein sehr, sehr starker Wetlook, wirklich schöner Glanz. Schreibt eure Meinung dazu sehr gerne in die Kommentare, würde mich interessieren, was ihr meint. Aber ich denke, das kann sich echt sehen lassen, ne? Also, wie gesagt, ich bin ja eigentlich eher so der Fan von diesen matten Reifenpflegeprodukten, aber gerade bei der S-Klasse hier mit diesen glanzgedrehten, ja, chrom anmutenden Felgen, die ja wirklich ziemlich stark am Glänzen sind, da passt so ein Wetlook-Finish echt gut. Hier sehen wir es nochmal am Hinterrad. Hier habe ich es schon mal komplett aufgetragen. Also, ich denke, das kann sich echt sehen lassen. Sehr, sehr starker Wetlook. Wer sowas sucht, ist hier sicherlich gut beraten. So sieht das Ganze dann 2 Tage später aus. In der Zwischenzeit ist der Wagen nicht gefahren, stand nur in der Garage. Ja, also das ist jetzt hier auch nicht weiter eingezogen oder so. Es ist immer noch sehr, sehr stark am Glänzen. Der Red Look ist wirklich wie nach dem Auftragen. Ja, also ich bin wirklich zufrieden. Was meint ihr? Ich denke, zu der S-Klasse, wo sie jetzt hier so schön gewaschen und gewachst dasteht, da glänzt sie jetzt mit den Reifenflanken um die Wette. Gefällt mir wirklich gut. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Als Fazit kann ich sagen, wer auf der Suche nach einem Reifenpflegeprodukt mit einem sehr, sehr starken Wetlook ist, der ist mit dem K2 Sigma Pro Tire Dressing wirklich gut beraten, weil man halt einfach auch ein wirklich unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Also unter 12 € für 1 Liter ist, denke ich mal, sehr, sehr gut. Ich meine, das Meguiar's Endurance Tire Gel, was ja auch einen starken Wetlook hat, da liegt man auch bei um die 12 €, hat aber nur 500 Milliliter, nur um das mal so im Vergleich einordnen zu können. Ja, schreibt eure Meinung, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zusehen und in dem Sinne, bis zum nächsten Video hier bei Autoverrückt. Das wird dann auch wieder etwas länger sein. Jo, ciao!